Und wie hat Gott den Retter geschaffen? Er liebt uns und weiss dann, hat den Retter geschaffen. Was hat er gemacht, um uns zu retten? Sein Sohn in menschlicher Form. Ja, genau, gib mir 5. Genau, du sagst es. Jesus ist dein Retter. Jesus ist mein Retter. Er ist unser Retter. Zeichen, die haben sicher auch schon gesehen. Gibt manchmal ein Bändchen von denen. Mhm. Darf ich kurz erklären, die Zeichen? Ist gut. Mhm. Das Herz bedeutet, Gott liebt dich. Er hat einen Plan für dein Leben. Er hat ja uns geschaffen, zum Beziehen mit ihm. Er hat dich wollen. Das ist nicht nur eine Idee von deinen Eltern, sondern Gott hat dich geplant, seit Ewigkeit. Einverstanden, kommst du so weit mit mir. Und danach hat es eine Trennung zwischen Mensch und Gott, oder? Darum haben wir all das Leid auf dieser Welt. Krieg, weißt, auch bei sich selbst, wir verletzen einander auch nicht immer wieder, weißt, obwohl wir in der Familie, in den Beziehungen, weißt, ich meine, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen. Oder? Warum sind wir so wort? Weißt, Gott hat ja uns die Welt nicht so geschaffen, wie sie jetzt ist. Oder? Er hat sie vollkommen gemacht und auch uns Menschen, wir sind eigentlich, er hat uns als seine Ebenbilder geschaffen, weißt, auch vollkommen. Aber warum sind wir so wort noch? Was ist da genau passiert? Das ist eine Idee. So, was? Also, dass man Macht wird. Ah, machtig wird. Mächtig. Ja, ja, genau. Menschen wollen Macht. Menschen wollen Macht, genau, ja. Ja. Aber warum sind wir so geworden? Weißt du, so egoistisch, so ich, und warum sind wir so geworden? Du hast sicher auch schon Gedanken gemacht, oder? Ja, oder wenn hat es angefangen, weißt du? Ich meine, deine Eltern, unsere Eltern sind schon so gewesen, die auch wieder, weißt du, das ist ja, da kannst du zurückgehen bis ganzen Anfang. Und du kennst ja Geschichten mit Adam und Eva, oder? Kennst du ja. Ja, also, ja, eigentlich haben sie alles gehabt, alles gut, oder man kann sich vorstellen, paradiesisch, weißt du, ist wirklich, die sind ja gewesen wie Gott, weißt du. Aber Satan hat nachher sie, da sie Frage gestellt, hat sie eigentlich mit einer Lüge eine Falle gestellt. Oder? Wenn du willst sein wie Gott, dann nimm von dieser Frucht, oder genau von der verbotenen Frucht. Oder? Und danach sind sie auf die Lüge eingefallen, haben das Gefühl, sie müssen noch etwas haben, was sie noch nicht haben. Dabei haben sie alles gehabt, weißt du? Und haben dann nachher Satan mehr vertraut als Gott, weißt du, ich meine? Und genau das war nachher das Problem gewesen. Sie haben dann Satans Natur übernommen, weißt du? Weil sie sich immer hingegeben haben, ja. Und sehr ist ja egoistisch gewesen von Anfang an, Satan. Wir haben natürlich die Natur auch übernommen, weil wir ja von Adam abstammen, weißt du, ich meine? Und darum sind wir so geworden. Aber jetzt, damit wir nicht das gleiche Ort herkommen wie Satan, weißt du, Gott will, dass kein Mensch in der Hölle landet und ewig schmort, sondern er will, dass wir gerettet werden, dass wir können ewiges Leben mit Gott zusammen verbringen, im Paradies, oder? Logisch. Für da hat er ja uns geschaffen. Aber wir können nicht mit Sünde in den Himmel kommen, das geht nicht. Du kannst nicht mit Gott Beziehung haben mit Sünde. Und darum müssen wir vollkommen werden, wie Gott vollkommen ist. Aber das schafft kein Mensch von sich aus. Ich verstehe, wir brauchen Retter. Okay? Und wie hat Gott den Retter geschaffen? Er liebt uns und weiss dann, hat den Retter geschaffen. Was hat er gemacht, um uns zu retten? Sein Sohn in menschlicher Form. Ja, genau, gib mir 5. Genau, du sagst es. Jesus ist dein Retter. Jesus ist mein Retter. Er ist unser Retter von der ganzen Welt. Hast du dir vorstellen, Jesus hat alle Sünden von allen Menschen erzählt, beglichen. Er hat die Strafe sich genommen von allen Menschen. Gott hat eigentlich die ganze Menschheit mit sich versöhnt. Aber für Versöhnung braucht es immer 2, oder? Was Gott betrifft, hat er alles erledigt. Er hat schon alle Vergebung für dich parat, weißt du? Aber wenn wir es nicht annehmen, dann nützt es uns überhaupt nicht, weißt du? Es braucht immer 2 für eine Versöhnung. Aber wenn wir sagen, okay, ich weiss, ich habe versifft, ich bin schon so auf die Welt gekommen, die Natur habe ich einfach, ich bin verloren ohne dich, ich brauche Rettung, ich nehme dein Barmherzigkeitsgeschenk an von Jesus. Ja. Und danach wird es mega real. In dem Moment passiert das größte Wunder in deinem Leben. Danach wirst du völlig verwandelt, inwendig. Du kommst einen neuen Geist über. Einen, der vollkommen ist. Wo mit Gott kann, wo Gott selber kann in dir wohnen kann. So vollkommen ist der Geist, dass Gott, der Heilige Geist, kann in dir wohnen. Kannst du dir mal vorstellen. Und danach kannst du mit ihm reden, kommunizieren. Du hast eine intime Beziehung mit Gott, weißt? Ich erlebe das jeden Tag. Ich kann mit ihm reden, ich höre seine Stimme, er hört mich und alles Gute, was du dir nur vorstellen kannst, hat er in deinen Geist, pflanzt er in deinen Geist, weißt? Durch den Heiligen Geist hast du Heilung für jeden Menschen bereit. Du kannst jeden Menschen heilen, was du willst. Du kannst Leute befreien. Ich erlebe das täglich. Wunder. Wo Leute befreien werden von Depressionen. Manchmal von 0 von 10, weißt? Ganz krasse Depressionen. Die werden
durch ein Gebet, zwei, drei Mal beten, weißt du, in 10 Minuten werde ich völlig frei. Und mir keine Psychopharmazeugs mehr nehmen, die sie benebelnd machen. Und, oder auch finanzielle Not, egal was es ist. Weißt, du kannst wirklich überall trainieren, beten, trainieren und zu den Bergen reden und die müssen verschwinden. Und du kannst wirklich so das Leben führen wie Jesus. Und er hat immer Menschen geheilt, befreit und wenn ein Sturm im Weg war, hat er den Sturm gestillt. Weißt? Oder wenn zu wenig zu essen rum war. Weißt, jetzt in der Corona-Zeit haben wir auch nie gewusst, wenn die Grenzen zugehen oder was auch immer. Da, wir wissen nicht, was kommt. Weißt? Da, plötzlich kannst du mal nicht mehr einkaufen. Was machen wir denn? Da sind wir, spätestens dann sind wir alle angewiesen auf Gott, auf die Vermehrung, dass er das Essen vermehrt. Und wer macht denn das? Da können Christen, die Jesus folgen, die die gleichen Taten tun wie Jesus. Und der Heilige Geist, der dir wohnt, kannst du all die Sachen tun, die Jesus auch da hat. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten tun, wie er. Ja, sogar grössere, weil er jetzt mein Vater ist. Ja. Hast du sicher auch schon gehört, die Aussage. Ja, genau. Und das Zeug ist, alles, was da im Wort Gottes steht, ist so real. Das erleben wir täglich, das ist ganz krass. Und das ist so mega, also es ist wirklich... Und für uns ist es so einfach, weißt du? Wie ein Kind das Geschenk annehmen. Einfach, ja, ich nehme dich an, Jesus, als mein Herr, mein Retter. Folge dir nachher. Ist gut? Bin mir frei. Das ist entscheidend, nur du für dich kannst machen, weißt du? Weder der Pfarrer kann das für dich entscheiden, auch deine Eltern nicht. Die können dich zwar als Baby taufen, aber dann nützt das auch nicht. Weil du musst ja für dich den Entscheid machen, weißt du? Für eine Beziehung braucht es braucht es ein bisschen Reife zum Ja sagen, weißt du? Ja, genau. Okay. Yes, come on. Ich gebe euch das noch mit, da kannst du in aller Ruhe schauen. Auf der Website noch. Ist noch coole Videos noch, weißt du, noch gut beschreiben. Sonst kannst du mir auch mal anrufen oder WhatsApp, wenn du mal ein Wunder brauchst, weißt du, bezüglich, egal, was du, weißt du, zum körperliche Heilung brauchst und so. Kannst du dich gerne melden. Ich biete das offiziell an, weißt du. Und vielleicht bete auch das Telefon, ich lebe immer der Heilung. Ist gut für euch so? Okay. Hey, merci vielmals, gell? Gute weiterhin, ciao zusammen.